Noch immer gibt es viele Fragen nach dem Großeinsatz in einer Schule in Hamburg-Blankenese. Am Mittwoch bedrohten mitten im Unterricht zwei Jungen eine Lehrerin mit einer Art Schusswaffe. Einer von ihnen habe sich vor sie gestellt und mit der Waffe auf die Frau gezielt, schilderte Polizeisprecher Holger Fehren. Was die Tatverdächtigen von ihr wollten, ist unklar. Sie seien anschließend geflüchtet. Es folgte ein Großaufgebot der Polizei. Straßen wurden gesperrt, ein Hubschrauber und zwei Drohnen kreisten in der Luft. Schließlich durchsuchten die Einsatzkräfte die Schule. Erst nach gut 4 Stunden gab es Entwarnung. Zivilfahnder konnten noch am Mittwochnachmittag 3 Kinder, 12, 12 und 13 Jahre alt, und einen 14-Jährigen nach der zweiten Bedrohungslage an einer Grundschule in Bahrenfeld vorläufig festnehmen. Die Beamten stellten dabei auch 2 augenscheinliche Spielzeugwaffen sicher, so die Polizei.